Hallo und herzlich willkommen zur Weltpremiere des Volkswagen T-Cross, dem Polo-SUV. Bevor wir hier richtig loslegen, nicht vergessen zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu klicken, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ja, das Erste, was man denkt, wenn man ihn sieht, ist, so sehr nach Polo sieht er gar nicht aus. Stimmt, von hinten schon eher. Dazu kommen wir dann aber später. Jetzt finden wir mal heraus, was er denn eigentlich kann, außer dass er größer ist als der Polo. Wir haben hier Voll-LED-Scheinwerfer. Diese sind zwar nicht Serie, aber immerhin erhältlich. Das hat der Up-GTI zum Beispiel nicht. Je nach Variante, also Halogen oder LED, ist dann die Funktion des Kringels, den wir hier sehen, im Stoßfänger vorgesehen. Hat man zum Beispiel Halogen, ist das Tagfahrlicht im Kringel. Hat man die LED-Scheinwerfer, ist das Tagfahrlicht im Scheinwerfer integriert. Auf Wunsch gibt es auch einen Fernlichtassistenten, der aber nur ab- und aufblendet. Der mittlere Teil des Grills geht ganz raffiniert in den LED-Streifen über. Also, wenn man den LED-Scheinwerfer nimmt. Die mehr Bodenfreiheit, die einem natürlich sofort ins Auge sticht, lädt auch auf unwegsameres Gelände ein, als man das zum Beispiel mit einem Polo oder Golf täte. Aber auch hier sollte man seine Limits kennen, denn der T-Cross kommt für viele leider ausschließlich mit einem Vorderradantrieb ab April 2019 auf den Markt. Apropos Antrieb, hier haben wir 4 Turbomotoren, 3 davon Benziner, einen Diesel, einen 1 Liter Dreizylinder mit 95 und 115 PS und einen 1,5 Liter 150 PS Vierzylinder, der sozusagen die Top-Motor-Variante bildet. 95 PS als Diesel aus einem 1,6 Liter Vierzylinder ist dann die Top- oder auch die einzige Diesel-Variante für den T-Cross. Hier oben sehen wir die Kamera, welche für die Assistenzsysteme fungiert. Und davon ist ziemlich viel schon Serie. So zum Beispiel der Front Assist, der Spurhalteassist, der Fußgängerschutz. Und dann gibt es optional noch den City-Notbremsassistenten, den Totwinkelwarner, den ich nur sehr empfehlen kann, einen Ausparkassistenten sowie das Insassenschutzsystem. Dass der T-Cross größer ist als der Polo, das sieht man natürlich auch von der Seitenansicht. Ganz speziell, dass er höher ist, nämlich um 11 cm. Die gesamte Wagenlänge beträgt 4,10 Meter. Es gibt 12 Außenfarben, zwischen denen man wählen kann. Auch Bicolor, so wie wir das auch vom T-Roc, dem größeren Bruder, kennen. Thema Bicolor gibt es auch für die Felgen. Hier sehen wir sogar diese Bicolor-Felgen mit dem orangenen Akzent. Wahlweise auch in 18 Zoll, was das sportliche Herz höher schlagen lässt. Wenn wir jetzt den T-Cross von hinten betrachten, wie ich ja bereits erwähnt hatte, sieht er dem Polo schon wesentlich ähnlicher. Ganz speziell hier im Heckleuchtenbereich. Es ist aber keine eineiige Ähnlichkeit. Diese Heckleuchten weisen eine andere Grafik auf als die des Polo. Ganz nett finde ich diese Lichtkiemen seitlich, die auch nochmal von der Seite eine Lichtgrafik und eine Art Dreidimensionalität vermitteln. Des Weiteren sehr schön und differenziert zum Polo kommt diese Reflektorleiste, die beide Heckleuchten miteinander verbindet, allerdings ohne Lichtfunktion, nur Reflektor. Die Rückfahrkamera erklärt sich ja von selbst, allerdings mit selbstreinigendem Mechanismus. Mitunter am wichtigsten beim T-Cross ist natürlich der Innenraum und die 11 cm mehr Höhe kommen natürlich zu tragen im Innenraum, denn selbst Menschen mit knapp 1,90 Meter Körpergröße können hier problemlos sitzen und haben noch, wie ihr seht, deutlich Kopffreiheit. Was mir aufgefallen ist, ist der sehr gute Seitenhalt an den Sitzen, als ich den Wagen gefahren bin, nämlich noch als getarntes Fahrzeug. Ihr könnt oben rechts klicken und werdet weitergeleitet zum Fahrvideo des T-Cross. Und das ist nicht selbstverständlich, denn ein Up-GTI, der ja sportlicher ist, hat nicht so einen Seitenhalt. Praktisch finde ich auch diese Schublade hier, dieses Ablagefach unter dem Beifahrersitz, wo man Dinge verstauen kann, die man nicht alltäglich braucht. Wenn wir aber schon über die Sitze sprechen, finde ich schade, dass es keine Ledersitze für den T-Cross gibt. Ansonsten ist das Design aber sehr ansprechend für das jüngere Klientel, auf das der T-Cross wohl aus ist. Angefangen bei dem Lenkrad mit dem sehr geschmeidigen Leder und der tollen Funktionalität über die 4 USB-Anschlüsse, die wir insgesamt haben, macht ihn natürlich interessant, vor allem für den Beifahrer. Dann die Zierleisten, also Umrandungen, wo das Auge hinsieht, in Wagenfarbe, ähnlich dem T-Roc. Und eine sehr schöne ebene Glasfläche fürs optionale 8 Zoll Touch-Navi, das wir hier sehen, welches so natürlich wertiger wirkt. Wir haben nur 2 richtige Knöpfe und natürlich die digitalen Instrumente, die auch optional sind und ich nur empfehlen kann. Die Technik stammt hier 1:1 aus dem Polo, bringt also schön viel Funktionalität mit sich. Des Weiteren haben wir hier eine schöne Mittelarmlehne, die sich nicht nur öffnen lässt und ein bisschen Stauraum bietet, sondern auch in der Länge verschiebbar. Dann die Dreidimensionalität der Zierleisten, fühlt sich auch ein wenig perforiert an und das Handschuhfach, das eigentlich genügend Platz bietet.
kommen wir nach hinten. Hier sitzt man auch sehr bequem. Ich mit knapp, also fast 1,90 Meter, habe noch Kniefreiheit, Kopffreiheit. Man sitzt vorne übrigens in 60 cm Höhe, hinten sogar in 65 cm Höhe durch das höhere Fahrwerk. Und jetzt kommt der eigentliche Clou. Bei Bedarf lässt sich nämlich der Kofferraum erweitern, indem man die Rücksitzbank komplett mit nur einem Handgriff um bis zu 14 cm nach vorne schieben kann. Das kostet Fußraum, ja, aber es vergrößert den Kofferraum von 385 Litern in der Basis auf 455. Das sind 10 Liter mehr als der größere T-Roc das bietet. Und schon in der Basis mit den 385 Litern mehr als es der Golf hat. Außerdem ist der Kofferraum soweit sehr schön eben, mit der Möglichkeit, die Plattform auch unten zu platzieren, also um mehr Tiefe zu bekommen. Was die Praktikabilität angeht, gibt es hier noch ein Gimmick neben der schiebbaren Rücksitzbank, nämlich dass man den Beifahrersitz umklappen kann und so auch sperrigere, größere Gegenstände super transportieren kann. Wie bereits erwähnt, gibt es 4 USB-Ports, 2 von ihnen hier hinten, sehr praktisch für alle Mitreisenden, denn da kann man das Tablet oder das Handy anschließen und schön laden. Außerdem gibt es hier eine sehr kleine Ablagefläche. Diese ist allerdings nur für den europäischen Markt, denn in Südamerika und China kriegt man hier eine Lüftung, weil es in diesen Ländern wesentlich heißer ist. Schreibt in die Kommentare, was ihr vom T-Cross haltet. Ist der sogar praktischer als der Golf, da größer? Oder wieder nur so ein sinnloses Mini-SUV mit nur Vorderradantrieb? Vergesst nicht zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken, damit ihr kein Carmania-Video mehr verpasst.